Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute ist das Thema die Registermaschine. Was ist eine Registermaschine? Eine Registermaschine ist ein Modell aus der theoretischen Informatik und ist ein ganz einfacher Rechner. Sie sehen hier auf der rechten Seite, habe ich es mal dargestellt, das sind lauter Register, die sind durchnummeriert, 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und da kann man immer eine natürliche Zahl reinspeichern. In der theoretischen Informatik hat die unendlich viele Register, ne? Ist natürlich in der Praxis nicht möglich. In der Praxis haben Registermaschinen natürlich eine bestimmte Anzahl von Registern. Mit Hilfe von dieser Registermaschine kann man jetzt eigentlich alle Probleme lösen, die man mit einem normalen Computer überhaupt lösen kann. Da gibt es so ein paar theoretische Überlegungen zu. Shepperson und Sturgis haben das wohl im Jahr 63 gemacht. Wen das interessiert, der kann das gerne mal googeln. Aber wir benutzen jetzt einfach die Maschine, um mal einzusteigen, wie denn so eine Maschine arbeitet mit einem ganz einfachen Befehlssatz. Ne? Also Grundvoraussetzung für die Maschine ist, wir können in diesen Registern natürliche Zahlen abspeichern und es gibt in der praktischen Registermaschine eine relativ große Anzahl davon, in der theoretischen Registermaschine unendlich viele. So, ich habe es gerade schon gesagt, ganz kleiner Befehlssatz. Befehlssatz besteht aus insgesamt vier Befehlen. Dem Increase, dem Decrease, dem Test und dem Halt. Das Increase erhöht den Inhalt eines Registers um 1. Ja, ich habe das auf der rechten Seite, habe ich mal so ein Grundmodell aufgemalt. Man schreibt das im Prinzip immer wie in so einem Flussdiagramm. Oben steht I1. Da wird also der Inhalt des Registers 1 um 1 erhöht. Der zweite Befehl, D wie Decrease, da verringern wir den Inhalt des Registers 2 um 1, ja, in dem Beispiel. Und dann gibt es den Befehl Test, das ist eine Verzweigung. Da kann ich jetzt prüfen, ob der Inhalt eines Registers 0 ist und dann wird gegebenenfalls verzweigt. In dem Fall haben wir hier T2, ja, da steht also, guckt danach, ob in dem Register 2 noch was drin ist. Wenn da noch was drin ist, also irgendwas, was ungleich 0 ist, dann wird verzweigt. Und der vierte Befehl, der hält einfach die Maschine an, ne, er beendet das Programm. Das sind unsere vier Befehle. Dann gibt es eine Konvention, wenn wir so ein Programm schreiben, ist ja alles sehr frei, ja, gibt unendlich viele Register, kann man alles Mögliche reinschreiben. Wir haben als Konvention, sagen wir, dass die Eingabeparameter irgendwo liegen müssen. Das heißt, wenn wir ein Programm schreiben, dann legen wir die Eingabeparameter möglichst weit nach vorne, ja, aber davor legen wir noch die Ausgabe. Register fest. Das heißt, jedes Programm sagt man, okay, wir addieren vielleicht das Register, zwei Register, dann wäre die Konvention, das Ergebnis steht im 0. Register und im 1. und im 2. Register stehen die Zahlen, die zu addieren sind. Ja, als Konvention sollen alle anderen Register immer mit einer 0 initialisiert sein, bevor das Programm losläuft. Gut, schauen wir uns mal ein praktisches Beispiel an. Wir kopieren eine Zahl. Ja, ich habe hier mal so einen roten Läufer. Der springt jetzt mal hier zu dem T1. Jetzt sehen wir, in dem Register 1 ist eine 4. Also wird verzweigt. Dann wird das Register 1 um 1 verringert, also der Inhalt von Register 1. Dann wird der Inhalt von Register 0 um 1 erhöht. Und dann geht es wieder nach vorne. Sie sehen, die Konvention ist wieder, die Ausgangszahl liegt im ersten Register. Das Ergebnis soll im 0. Register liegen. Gut, das Ergebnis des Kopierens einer Zahl heißt, die Zahl soll im 0. Register landen. Naja gut, wenn wir das jetzt weitermachen, dann würde das jetzt so lange machen, bis in dem ersten Register irgendwann eine 0 steht. So. Und jetzt wird er nicht mehr verzweigen, sondern eben zu dem Halt springen. Und wenn wir jetzt mal uns rechts die Wertetabelle angucken, die sich währenddessen aufgebaut hat, dann sehen wir, in der ersten Zeile stand da eine 0 in dem 0. Register und eine 4 in dem ersten Register. Und die sollten wir ja kopieren. Haben wir also vom erst ins 0. Register kopiert und sehe da in der letzten Zeile, da wo das Programm dann anhält, ist die 4 in dem 0. Register und das erste Register ist dann leer. Gut, darüber war ja keine Aussage gemacht, ob wir die irgendwie erhalten sollen. Also das Ergebnis steht jetzt im 0. Register. Wenn man das jetzt weiter spinnt, so diese Idee, dann könnte man ja sagen, okay, wenn ich zwei Zahlen addiere, wie müsste das Programm aussehen? Ja? Erstmal natürlich Konvention. Ergebnis soll nachher im 0. Register stehen. Erstes Register und zweites Register sind die, die wir addieren. Gut, dann laufen wir los. Prüfen, ob im ersten Register eine 0 steht. Tut es natürlich jetzt in unserem Beispiel am Anfang nicht. Also machen wir im Prinzip hier nichts anderes als die Kopierschleife. Wir kopieren
also so wie eben den gesamten Inhalt von dem Register 1 ins Register 0. So, dann ist das irgendwann leer. Dann springen wir hier in die zweite Schleife. Dann testen wir, ob das Register 2 vielleicht 0 ist. Ist es natürlich am Anfang auch nicht. Also laufen wir hier die Schleife lang. Also 2 verringern, also Inhalt von 2 verringern, Inhalt von 1 von 0 erhöhen. Ja, das heißt also, wir kopieren jetzt den zweiten Inhalt nochmal auf den ersten drauf. Und das ist ja nichts anderes als addieren. So, und jetzt ist das zweite Register auch leer. Ist also eine 0 drin. Wir verzweigen also nicht mehr, halten wir die Maschine an. So, wenn wir jetzt mal gucken. In der ersten Zeile standen im ersten Register eine 2 und im ersten Register eine 4, im zweiten Register eine 2. Ja, und in der letzten Zeile steht jetzt hier einfach eine 6. Ja, das ist die Summe aus der 2 und der 4. So, bevor Sie sich jetzt das nächste Video angucken, wo ich schon mal ein paar andere Programme noch vorstelle, überlegen Sie sich mal, die Aufgabe wäre, also Addition zweier Zahlen, das haben wir jetzt gerade angeguckt, als Flussdiagramm, dann Subtraktion zweier Zahlen, Multiplikation zweier Zahlen, Ganzzahldivision zweier Zahlen mit Rest und die Potenz zweier Zahlen. Das wären ja mal so Programme, die könnte man jetzt mit dieser Registermaschine erstellen. Zwei davon werde ich dann auch in den nächsten Film noch zeigen. Als Konvention, damit wir nachher die Programme auch im Plenum leichter vergleichen können, werden wir die Eingangswerte immer in den Registern 2 und 3 und das Ergebnis in den Registern, also 0 bzw. 0 und 1 liegen. Ne? Addition zweier Zahlen, würde man sagen, Register 1 und 2 liegt es, 2 und 3 liegen die beiden Zahlen, Ergebnis liegt im 0. Register dann. Bei der Ganzzahldivision zweier Zahlen mit Rest hätten wir ja zwei Ergebnisse, die sollen dann in 0 und 1 liegen. Und wenn Sie das Programm mal geschrieben haben, dann gucken Sie auch mal anhand einer Wertetabelle, ob das, was Sie sich da ausgedacht haben, tatsächlich funktioniert. Ne, kann man ja an einem einfachen Beispiel mal durchtesten, dann sieht man das ja relativ schnell. Gut, also wie gesagt, bis zum Plenum, bitte die Aufgaben soweit vorbereiten. Zwei zeige ich euch im nächsten Film noch, dann können Sie sich da schon mal ein bisschen dran orientieren. Und dann werden wir im Plenum die beiden anderen noch uns zusammen erarbeiten.